Benebelnder Schlag, okay, ging daneben, Glück gehabt. So, wir versuchen, hier weiter drauf zu schlagen. Ja, sollte diese Runde jetzt auf Stun gehen, dann habe ich reelle Chancen, den wegzuschlagen, mit der latenten Kraft von Ikari mit aller Kraft in einen Schlag zu gehen. So, wir haben hier nochmal giftiger Hieb, würde ich sagen. Ich habe ohnehin nicht viel Auswahl. Drastische Maßnahmen. Ich könnte ihm den Giftschaden wegnehmen, daraus Schaden generieren. Das bringt uns aber jetzt nicht viel. Schwäche gegen Gift will ich auf ihn spielen, damit er hier auf jeden Fall wegkommt. Also damit, wenn er Gift hat und diesen Debuff besitzt, von jetzt beiden, okay, sie greift wieder gruppenmäßig an. Wenn er den Debuff hat, also die beiden Geschichten, wenn die laufen, das Grüne und das Gift, dann kriegt jede Runde einen Punkt Schaden. Alles, was geht, versucht den vernichteten Tritt auf ihn zu setzen. Jetzt hat er keine Rüstung. 900 Schaden, okay, geht. Ikari ist ein bisschen gefährdet, aber wird schon klappen. Händler. Ne, Dieb. Diebsfähigkeiten. Eulensäule. Physische Verteidigung. Fledermausfessel verringert den Angriff des Gegners 6 Runden lang. Würde ich jetzt gerne hier auf Plug die Dieben 6 Runden lang ihren Angriff abschwächen, dass nur eine angreifen kann jetzt. Sie ist massiv abgeschwächt. Okay, sie reduziert meine Rüstung. Und meine Zielgenauigkeit mit Ikari. Das ist schlecht. Wir investieren alle Punkte, gehen in die Schattenform. Schattengriff. Verdammt, das muss passen. Ein extrem starker Schwertangriff. Auf. Mick. ...3300 Schaden, er lebt noch. Wie gibt's das denn? Schwäche gegen Gift. Okay, wir müssen hier weitermachen. Giftiger Hieb, würde ich sagen. Gift erneuern. So viel Schaden wie geht auf mit der Axt rein. 1100 Schaden. Ach komm, der ist so durchgehend rot jetzt schon. Kann er gar nicht sterben, oder was? Das gibt's doch nicht. Okay, es wird nochmal geschwächt. Autsch, 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 Drohne. Nochmal Gruppenheilung, wenn es geht dann. Da muss irgendwann mal umfallen, Mick. Das kann doch nicht sein. Da kann nicht so viel Leben haben. Okay. Angreifen. Fledermausfessel läuft auf jeden Fall noch. Der Angriffsschaden muss reduziert werden, so gut es geht. Händler, Krone, WP spenden, Rast hätten wir noch. Zeitenschritt heißt, ich weiche garantiert aus. Rast, okay. GP und FP wiederherstellen und einen negativen Status-Effekt entfernen. Wäre nicht schlecht. Wie viel hält das? 300. Ich bin ja nicht aus der Schusslinie raus. Bevor wir das machen, nehme ich lieber ein Objekt nochmal in die Hand. Meine letzte Gruppenheilung. Es wird Zeit, dass der eine umfällt hier. Unbedingt. Vernichtender Tritt hier. Hier rein. Come on. Giftiger Hieb nochmal, würde ich sagen. Nee. Schwäche gegen Gift auf Mick. Damit er wieder Schilde verliert, wenn er jetzt drankommt. Schmeichelei. Okay, der Boss wird verstärkt. Oh. Okay, passt schon. Das ist das Ziel. Sehr gut, sehr gut. Ikari ist ein gutes Ziel. Ikari ist ein prima Ziel. Anregende Pflaumen. Wir haben keine Gruppenheilung mehr. Der Rest liegt jetzt in den Heilern. Latente Kraft des Verbündeten erhöhen. Ein Verbündeter kriegt die volle Leistung wieder. Das macht jetzt keinen Sinn. Wann kommt Cassie dran? Die ist die letzte. Sie hat volle Latenz. Händlerfähigkeiten. Gib 2 Punkte WP spenden an Kasti. Sie muss ihre Fähigkeit vom Apotheker benutzen. Das wird sicherlich eine längere Folge diesmal. Ich kann es vorher prophezeien. So, vernichtender Tritt könnten wir machen. Ich könnte ihn aber auch mehrfach angreifen und garantiert stunnen. Warte mal. Zweimal angreifen mit der Stangenwaffe. Wenn ich nicht daneben schlage, müsste das reichen, um den zu brechen. Sehr gut. Die haben verdammt viel Rüstung. Ja. Oh oh, oh oh. Er konnte sein Schild nicht aufbauen. 700 Schaden, nicht gut. I can still fight. So, Apotheker. Heilende Hand auf dich selber. Mit einigen Punkten. Okay, jetzt wieder im sicheren Bereich. 2 sind unter 1000 Leben. Schwächung gegen Gift läuft noch. Okay, der ist gestunt. Kasti. Apotheker. Wir müssen es versuchen. Giftiger Hieb, der muss weg. Da
Der erste Helfer muss weg. Ja, okay, einer weg. Bleibt doch Mack. Endlich. Ich versuche mal Rast zu machen. Nee, mache ich nicht. Ich mache Brechen auf Mack. Wir haben nicht so viele Leute, die mit Frost... Doch, wir haben zwei Leute mit Frost und einen mit Bogen. Wir haben drei Schilde, kann man abziehen bei dem. Direkt. Heilende Hand. Ich würde sagen, wir generieren langsam aus sicher Heilung auf alle. Das ist halt alles schwierig. Apotheker, heilende Hand auf Drohne. Er ist halt nicht so stark in der Heilung, aber gut, besser als nichts. Okay, wir haben Agnea. Welche? Ein Krieger. Kriegerfähigkeiten hat Rächerklinge. Viermal kontern bei Angriffen. Bringt das jetzt nicht so viel. Tänzerfähigkeiten. Faumgang, das war alles eigene Stärkung. Löwentanz. Physische Angriffe verstärken. Tanz der Dolche. Bringt das nicht viel. Wundersamer Effekt ist mir zu gefährlich. Ich möchte einen starken Angriff, den wundersamen, nicht Vortritt, den vernichteten Tritt machen hier auf dem Mark. Mit voller Verstärkung. Mit 607 Schaden. Das ist halt nicht das, was ich mir erwartet habe. Ich würde gerne giftige Hit benutzen jetzt. Okay. Ich glaube, der hat gar nicht so viel Leben. Der untere hatte mehr Leben. Der. Oh, was ist das jetzt? Mark, keine Zeit für Nickerchen. Okay, er wurde sofort wieder. In der Zeit wiederbelebt. Hast du auch einen Bogen? Natürlich nicht. Du bist ein Krieger. Tänzer. Okay, du musst versuchen, weit mit vernichtender Tritt drauf zu gehen. Schwächen, Schwächen, Schwächen. Sie ist die Einzige, die kein Frost und keinen Bogen hat. Angriff. Wir müssen versuchen, die hier runterzuschlagen. So, und hier haben wir Eiszapfen. Ich kann ihn nochmal schwächen. Okay, der nächste bricht nochmal weg. Vielleicht können wir sie ablenken. Dass sie nochmal Eiszapfen. Wir spielen Eiszapfen. Ignore Gift. Hoch. Okay, der ist down. Also nicht down, er ist gestunt. Luck ist wehrlos. Spießer auf 97 Agnea, stark angeschlagen. Versuch alles, was du hast. Setz alles in eine Kriegerfähigkeit rein. Ultimative Haltung bringt, was nicht reicher klingt. Mir fehlt die letzte Fähigkeit. Achso, die muss ich erst freischalten. Ich habe noch 5000 Punkte investiert. Ziehe 7 Runden lang alle Einzelzielangriffe auf dich. Das könnte jetzt ganz gut machen. Wir haben 2 Stufen mehr als vorher. Bannhieb. Hebe alle positiven Effekte auf und greife ihn damit dem Schwert an. Je mehr Effekte du aufhebst, desto stärker wird der Angriff. Er hat jetzt Schaden und Rüstungserhöhung. Wir ziehen ihm das ab und ich habe die Fähigkeitspunkte nicht abgezogen. Die beiden Dinger sind immer noch hier. Ah, komm. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Vernichtender Tritt, Klick. Agnea ist ziemlich kurz vor angeschlagen sein. Händlerfähigkeiten, Glückspfeil, versuch Schaden zu generieren, so viel du machen kannst. 440, okay, das ist nicht so viel. 8 Lernpunkte dazu. Okay, Agnea ist down. Macht nichts. Wir machen. Schade drum eigentlich. Schade. Aber ich brauche heilende Hand. Ich muss Agnea hochheilen. Sie ist wichtig. 1000 Leben wieder. Sie ist wiederbelebt worden. Das kostet mir, glaube ich, ziemlich viele FPs dann. Sie ist. Nee, sie schläft. Okay. Nicht so optimal. Bannhieb hat hier überhaupt nichts gebracht. Okay, beim Bosskampf bringt mir die Hälfte der Fähigkeiten nichts. So ein Käse. Gelernte Fähigkeiten. Habe ich irgendwas? Streuschuss, ein Bogenangriff. Das bringt mir halt nichts. Abholzung, das bringt mir auch nicht viel. Ihm fehlen langsam sicher die Fähigkeitspunkte. Objekt. Ich möchte gerne einen Korb anregende Pflaumen ausschmeißen für alle. Ich gebe eine Runde aus. So, wir haben wieder Fähigkeitspunkte. Wir können wieder was machen. Ah. Okay. Ich bin sehr gespannt. Händlerfähigkeiten, Angriff, Angriff. Wir müssen mit dem Bogen drauf gehen. Ich habe keine Punkte zu investieren. Krone könnte zweimal drankommen. Merke ich gerade, sie könnte zweimal BPs vergeben. Das würde gehen. Okay, aber egal jetzt. Wir versuchen, Mac wieder weiter zu schwächen. Dass der Nächste weg muss. Verwirrt sie beiden? Warum ihr beiden? Okay, sie holt ihn nicht zurück. Ich dachte schon, der kommt jetzt. Er wartet zu einer Chance zum Angriff. Das ist schlecht. Das ist jetzt sehr, sehr schlecht. Wir sind relativ gut hochgeheilt. Heilende Hand auf mich selber. Hast du? Heil ich fast komplett hoch. Okay, was kommt? Einer bricht die Verteidigung. Okay, der muss weg. Gnadenstoß. 800 Schaden, nur weil wir jetzt den
wenn der Typ noch gestanden ist. Wir schwächen ihn ab, der Magieschaden wird geschwächt jetzt. Wir müssen versuchen, mittlere Heldtraube, wir hellen uns das einzeln hoch. Sie hält sich selber mit Heldtraube. So, der Dieb, was macht der Dieb? Händlerfähigkeiten. So, wir müssen irgendwie den Mac wegkriegen, es hilft alles nichts. Auch nicht lange rumtun erstmal. Der muss weg jetzt. Das ist der Nächste, der unbedingt verschwinden muss hier. Heilende Hand, alle Punkte, die wir haben in Hikari. Der hat relativ wenig Leben. Drohne wäre jetzt schon wichtig, aber ich glaube, er ist... Nee. Drohne ist die mit dem Bogen. Sie muss leben. Sie muss auf jeden Fall überleben. 1500, passt. Und du hältst dich selber hoch. Passt schon. Du machst eine Heldtraube M auf dich selber. Okay, ich überlege gerade, ob ich das Limit von 30 auf 50 Items erhöhen sollte. Okay, wir greifen weiter an. Ich versuche die Punkte mir aufzusparen. Kann ich irgendwas machen, um den zu unterbrechen? Ja, kann ich. Ich habe den vernichteten Tritt und der steht. Ich hoffe nur, dass der Boss ihn jetzt nicht wieder bereitstellt. Kann ich ihn jetzt irgendwie schwächen? Der erste, der drankommt, ist der Schurke oder der Dieb. Das heißt, der könnte schwächen. Dann wäre die Stärke von der Rüstung weg. Anfang nächster Runde wäre das. Wir benutzen die mittlere Heldtraube auf Kasti. So, damit sind wir alle wieder ziemlich voll. Passt. Ich hoffe nur, sie hält... Macht mich wieder frei. Wachgerüttelt, das ist schlecht. Okay, wir sind ganz gut dabei, würde ich sagen. Giftiger Hieb. Einfach mir mit Gift weiterarbeiten. Alles wird gut, alles wird gut. Einfach mal Gift. Du machst weiter das hier. Ausgewichen, sehr gut. Das wäre wieder der Schlag gewesen, wo wir einschlafen. Vernichtender Tritt. Möchte ich das investieren? Macht das Sinn? Es macht Sinn. Vernichtender Tritt auf ihn hier. Okay, nochmal giftiger Hieb, würde ich sagen. Ja, macht so lange giftiger Hieb, wie es sein muss, bis wir 3 Punkte haben und dann soll die Schwächung drauf. Dann haben wir 9 Runden, glaube ich, die Schwächung. Also, dass der Mac den Schaden kriegt. Sehr gut. Ja, auf Kassi könnte gehen. Der hat eine gute Rüstung. Das passt. Heldtraube könnten wir machen. Ja, hat sowieso gerade nichts anderes zu tun, als weiter zu spielen. Der unser Krieger. Okay, du versuchst auf jeden Fall. Apotheker, mach giftige Hieb dazu. Wir müssen da die Dauer vergrößern, wie lang das Gift hält. Nochmal giftige Hieb. 6 Runden Gift. Okay, alles wird gut, alles wird gut. Wir kriegen das in den Griff. Es ist zwar richtig aufwendig von den Items her, aber das kriegen wir hin. Vernichtender Tritt. Und ich hoffe, wenn Gift zieht, dass er dann das letzte Schild verliert. Außer ich kann ihn jetzt unterbrechen. Ich kann unterbrechen. Super. Okay. Ja, es wäre los. Gezielter Hieb, sehr gut. Wir können jetzt mit aller Schlagkraft draufgehen. Alles, was wir haben. Alles sind voll mit den Punkten. Vernichtender Tritt. Er muss weg. Das ist der was uns die Rüstung reduziert. Kick, 940. Voller Schaden. Glückspfeil. Auf seine anfällige Schwäche. Bam. 17 LPs extra bekommen. Nicht giftige Hieb. Du machst irgendwas anderes. Du machst die ultimative Haltung. Machst du nicht. Du machst einen Schattengriff. Du machst mit der vollen Verstärkung einen extrem starken Schwertangriff auf Mac. Komm, das kriegst du hin. Der muss weg. 3300 hat nicht ganz gereicht, er ist noch nicht wirklich angeschlagen. Giftiger Hieb könnte ich jetzt machen, es macht aber mehr Sinn, Schwäche gegen Gift jetzt zu nutzen. Denn er ist gleich wieder da. Okay, das wird sonst nicht reichen. 8 Runden Schwächung und 5 Runden Gift noch. Schwing auf alle, passt schon, wir waren jetzt nicht geschwächt. Alles wird gut, alles wird gut. 400 Schaden, alles gut. Hinterhalt, wir reduzieren die magischen Angriffe, das macht wenig Sinn bei ihm. So, Glückspfeil nicht, das kostet so viel Fähigkeitspunkte. Wir benutzen wieder Heldraum M. Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich mir die Heldraum nicht verkauft. Hier, alter Schwede. Was ist noch, ob das hinläuft? Vorwärts die beiden. Kann ich ihn unterbrechen, bevor er wieder drankommt? Wir haben alle kommen einmal dran. Sie kann 2-mal Fähigkeit Tritt machen. Das geht sich aus. Okay, das Gift hat funktioniert, es hat im Schild abgezogen und er muss unterbrechen, irgendwie.
Das könnte sie auch machen, Kasti. Kasti muss heilen. Okay, er macht Apotheker Frost. Du musst ihn unterbrechen. Come on. Hoch, okay. Sehr gut, Puck ist wehrlos. Wir machen Heilung. Wir machen Heilung, 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 Heilung. Auf Kasti selber. 600 Leben ist verdammt wenig. 1300. Nur nichts weit runterkommen. So, vernichtender Tritt. Agni kann wieder vernichtender Tritt mit voller Schlagkraft auf den Mac ausführen. Er muss doch irgendwann mal umfallen hier. Er leuchtet doch schon tiefrot. Weiter geht's. Heilende Hand. Wer ist noch stark angeschlagen? Agni. Agni muss hochgeheilt werden. Okay, Agni ist voll. Kasti könnte jetzt mit 3 Punkten BP, ich denke, das mache ich jetzt auch, wird jetzt ihre Fähigkeit benutzen. Hinterhalt auf den Boss, weniger Schlagkraft. Wir gehen zurück, wir machen 3 Punkte. Alles, was wir haben, Händlerfähigkeiten, BP-Spenden, 4 BP-Spenden an Kasti. Alles, was sie hat, sie muss jetzt ihre Fähigkeit als Apotheker einsetzen, jetzt oder nie. Sie kommt erst in ein paar Runden, also nächste Runde erst wieder dran. Relativ spät. Wobei relativ spät, okay, sie ist Platz 3 dann. Wer ist angeschlagen? Wir müssen uns wieder hochheilen. Nee, nee, das machen wir nicht. Hände Hand auf Kasti. Unbedingt, sie muss das überleben. Falls er es draufschlägt, sonst sind es 5 Punkte weg. Okay, Schmeichelei nur. Sie wird verstärkt wieder. Okay, die Schwächung ist weg. Dafür hole ich mir deinen Kopf, Mander. Okay. Kriegt wieder einen Schaden. Heilung auf Hikari wieder hochziehen. So, wir holen uns jetzt alle FPs und GPs zurück mit Kasti. Wir verwenden unsere Stärke, heilende Präparate in dem Fall. Was für ein Kampf. Wir nehmen 2 Pflaumenblätter. Wir nehmen 2 Traubenblatt. Wir nehmen einmal auf alle. Streuungsserum war das, oder? Verstärkt Effekte. Wir nehmen einmal 2000 GP wegnehmen. Wir verstärken alle Präparate und nehmen das Streuungsserum dazu. 200, 200, 2000. Okay, wir sind voll geheilt. Sehr geil. Hat funktioniert. Ich kann vernichtender Tritt auf alle ausführen. Das macht jetzt aber keinen Sinn bei ihr. Das macht keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Das ist sinnbefreit. Nicht machen, passt schon. Vernichtender Tritt auf ihn wieder. Wir müssen versuchen, ihn zu unterbrechen. Er kommt erst nächste Runde wieder dran. Das heißt, es könnte sich ausgehen. Wer kommt dran? Es kommt die Tänzerin dran. Kann sie unterbrechen? Mit dem Tritt kann sie unterbrechen. Jawohl. Okay. Der Boss greift nochmal an. Okay, 800 Schaden. Das geht noch. Passt schon. Sie muss ihn jetzt brechen, sonst kommt er gleich dran mit seiner Verstärkung. Okay, passt. So, und jetzt alles, was wir an Stärke irgendwie kriegen können. Hikari speziell. Mach den Händler. Glückspfeil hier drauf. 500 Schaden. Passt. Und 11 Lernpunkte extra. Keine Zeit für ein Nickerchen. Okay, sie hat ihn wieder aufwecken lassen. Ich möchte gern giftiger Hieb spielen. Aber nicht so stark. Das bringt gerade nichts. Ne, giftiger Hieb spielen wir jetzt gerade nicht. Wir versuchen. Krieger? Ne, doch Apotheker mit Frost. Eishapfen, wir müssen den wieder reduzieren. Der Boss ist ziemlich abgelenkt, solange wir ihn immer wieder in Stun setzen. Muss ich gerade mal so feststellen. Wir gehen hier auf Apotheker wieder Frost. Denn das braucht weniger Fähigkeitspunkte. Okay, er ist down. Hurra. Ja! Victory! Fähigkeitspunkte, so. Das ist es. Bogen. Bringt uns leider nichts. Ich möchte, Gelehrter, gib alle Punkte rein, die du hast. Analyse, 3 Schwächen aufdecken. So, jetzt geht's im Boss an den Kragen. Dolch, Axt, Feuer. Vielleicht geht Schwert, Speer oder sonst irgendwas. Vernichter Tritt brauche ich jetzt nicht. Versuch mal Speer, bitte. Klappt nicht. Es könnte Schwert sein. Okay, es ist Schwert, Dolch, Axt und Feuer. So, jetzt hauen wir dich kaputt hier. Jetzt hast du dich. Speer, nee, mach Schwert. Stunangriffe, einfach runterknüppeln. Einfach runterknüppeln. Okay, sie greift dreimal an, viermal an in Folge. Das ist schlecht. Super schlecht. Ein Hinterhalt. Ein Spieß, habe ich nicht beachtet gehabt, dass sie so oft jetzt drankommt. Ach, Mist.
Wettstein, sie macht mir Schaden wahrscheinlich. Okay, Analyse brauchen wir nicht mehr. Wir sollten versuchen, habe ich die Möglichkeit öfter anzugreifen. Apotheke, habe ich einen Doppelschlag wieder. Ein Zweier. Ein Axtangriff auf alle Gegner. Giftige Hieb, Behandlung, Schwäche gegen Gift. Drastische Maßnahmen. Der also negative Schwächeneffekte aufhebt. Wir haben keine Schwächeneffekte drauf. Schwäche gegen Gift könnte ich setzen. Hier könnte es effektiv sein, wirklich auf das zu gehen. Versuch, Agni am Leben zu halten. Auch wenn ich nicht weiß, ob das effektiv und sinnvoll ist. Agni hat 3 Punkte. Sie könnte Mehrfachangriff starten. Ich muss jetzt den Boss quasi immer möglichst schnell auf Stun halten. Schwinger. Oh shit. Oh, sie hat überlebt. Das war jetzt knapp. Okay, sie stärkt sich nochmal. Nee, wurde geschwächt. Aha, okay, sehr gut. Versuche dreimal den Gegner anzugreifen. Wir müssen sie auf Bruch bringen. Jede Runde muss sie auf Bruch. Jede Runde muss für andere sie auf Bruch setzen. Ich möchte jetzt nicht schon wieder dran scheitern. Ey, nur. Oh. Dritte Runde, sie leuchtet rot, das ist gut. Diebsfähigkeiten, stehlen, 11%, sie hat richtig viel Leben noch. Finstere Nacht, bringt uns nichts. Händlerfähigkeiten, Glückspfeil, bringt uns auch nichts. Haben wir sonst was? Feuer würde gehen. BP spenden, ich könnte BP spenden und sagen, wer greift das nächstes an? Nächstes ist Hikari. Hikari sollte aber drauf semmeln, weil er ja die latente Kraft hat und Kasti muss heilen. Wir investieren, glaube ich, keine Punkte. Okay, jetzt. Drohne kann es nicht auf sich selber machen. Agni. Das bringt dir aber gerade nichts, ne? Du hast keine Fähigkeiten, die richtig stark wären hier. Und den Anmut-Tanz brauche ich jetzt nicht probieren, das wäre Schwachsinn. Kasti. Hikari soll auf jeden Fall noch Punkte investieren, das macht absolut Sinn jetzt. Okay, wir geben Punkte weiter auf Kasti. Sie muss die Leute hochheilen. Der Boss kommt so immer einmal dran. Wobei jetzt diese nächste Runde gar nicht. Das ist jetzt spannend. Ja, wir versuchen nicht lange rumtun. Wir machen Apotheker, wir machen giftiger Hieb. Okay, 2 Runden Gift. Das könnte auch Hikari machen, aber er geht mit Schattengriff rein. Versucht den Schwert und Speer bringt uns nicht so viel. 2 Schwertangriffe nochmal angreifen. Mach mal den himmlischen Hieb. Maximaler Schaden auf ein Ziel mit voller Aufladung. Im Bruch. Mit Schwäche. 3200 Schaden. 160 Schaden kriegt sie durch Gift dazu. Aber sie hat keine Schwäche drauf. Okay. Sie kommt am Anfang der Runde dreimal dran. Wir müssen uns jetzt hochheilen. Wenn wir uns jetzt nicht hochheilen, sind wir des Todes. Macht sicher den Gruppenschadenangriff und dann ist es vorbei. Kann sie nicht verhindern, dass sie automatisch wieder angreift. Apothekerfähigkeiten. Ich möchte das nicht machen. Ich möchte hier die Heiltrauben M weiter nutzen. Okay. Heilen wir uns einmal einigermaßen hoch, bitte. BP spenden. Der Nachteil ist, nach dem Bruch ist sie immer zuerst dran. Und dann hängt es davon ab, wann sie in der nächsten Runde drankommt. Ob ich sofort brechen soll oder ob ich darauf warten muss. Aber okay, ja. Hikari Agni am nächste Runde 3 Punkte, wenn sie das alles überleben. Alles wird gut. Heiltraube M auf Drohne, die selber. Hikari ist so ein bisschen angeschlagen. Giftiger Hieb, drauf machen. Drauf machen, drauf machen. Ich hätte vielleicht noch die Schwächung machen müssen vorher. Was ist das denn jetzt? Stern plus hier. 7 Schilde. Schwinge auf alle, okay, das geht noch. Hinterhalt, sie wird geschwächt auf Magie. Oh, okay, Agni ist down. Mist. Hinterhalt, nochmal. Schnelle Schritte, sie erhöht ihr Tempo. Das ist übel. Okay, sie bereitet ihnen was vor. Wir müssen sie jetzt brechen, damit wir die Chance haben, irgendwie weiterzukommen. 2 Punkte hier rein. Ikari kann 3-mal angreifen. Krieger, aggressive Hieb. 6 Angriffe mit Schwert. Das kriegen wir hin. Das macht vielleicht auch ganz gut Schaden. Macht, okay, nicht so viel Schaden, aber auf jeden Fall gebrochen. So, wir müssen jetzt, kann ich irgendwie, das bringt jetzt nichts, Heiltraube M, erstmal uns wieder hochziehen. Passt, wir sind relativ gut beisammen, wieder Hikari ist angeschlagen.
Hikari kann jetzt nicht viel machen. Er kann maximal hergehen und kann sagen, er hat sowieso nicht so viel Schaden drauf. Apotheker, heil Agni hoch, dass sie wieder da ist. Wird aber erst nächste Runde wieder ins Geschehen eintreten. Heiltraube M für Hikari, unbedingt. Ja, ich rotiere gerade im Kreis schon wieder, ich sehe es. Mir fehlt halt der Gruppenheiler. Ich habe keinen Kleriker mit. Ja, das hätte ich vorher wissen müssen. Apotheker. Sie hat ein Gift drauf. Kann ich Schwäche gegen Gift nutzen, um sie zu schwächen? Dass sie mehr Schildschaden bekommt in Zukunft. Wenn sie drankommt, dann kriegt sie dreimal Schildschaden. In dem Fall ist noch Gift drauf. Nein, Gift ist weg. Ah, ich kriege wieder einen drauf. Ja, nicht gut. Verdammt, ich komme in den Stunlock rein. Ah. Kriegerfähigkeiten. Mach 4 Angriffe per Schwert drauf. Ah, daneben geschlagen. Das muss doch nicht sein eigentlich. Okay, 4 Angriffe mit Schwert. Wir müssen die Angriffsserie unterbrechen von ihr. Mal wieder. Heilende Hand auf... Nee, warte mal. Heilende Hand ist vielleicht doch... Heilende Hand macht knapp so 10. Sie hochheilen. Agni auf, 8, auf knapp 900 Leben. Ob wir das überleben, weiß ich nicht. Ah, das ist mühsam. Ich habe keine Gruppenheilung mehr, oder? Was richtig Großes habe ich auch nicht, oder? Ich habe doch den Heiligen Gral notfalls, wenn wir richtig angeschlagen sind. Bei einem Verbündeten alles erhöhen. GPFB und Kraft. GP und FB erhöhen. Lichi. Nur die latente Kraft. Kräuter, Elixier, Hellkraut, Dörrfleisch, Blendstaub, Gammelfleisch. Knochen, Salat, Feuerstein, Blitzhinstein, Schlafstaubflasche. Das letzte, was wir haben, wäre das hier. Alle FPs werden komplett regeneriert, wiederbelebt, GP, FP voll, wieder vollständig dargestellt. Das wäre jetzt, ja. Das hat mir mal richtig viel Geld gekostet. Das bringt jetzt aber nichts, hier drüber zu sinnieren, was man am besten machen kann. Wir brauchen mehr Punkte. Es wäre wichtig zu wissen, wie viel Leben hat sie noch. Das bringt uns aber nichts hier. Wir brauchen erstmal Objekt weiterheilen. Heil Kasti hoch. Okay, sehr gut. Kasti muss nochmal Geschichte machen hier. Analyse. Nochmal hochheilen. Hikari braucht mehr Leben. Okay, sehr gut. Hikari, du machst Apothekerfähigkeit, heilende Hand auf Agnea. Okay, es ist voll. Torone ist gefährdet, aber was soll ich machen? Ich brauche jetzt Gelehrter, Analyse. Wie viel Leben hast du? Oben in der Mitte steht es gleich. 7900. Ich habe gerade die Hälfte runtergeschlagen. Noch 8000 Leben. Oh Mann. Okay, ob ich das so lange durchhalte, weiß ich nicht. Oh, ist schon verdammt stark noch. Reicht's wieder nicht, oder was? Pluck bebt Verbot. Okay, den gibt's gar nicht mehr. Das passt schon. Also, nee, Pluck ist doch der Boss. Alles gut, alles gut. So, wir haben nur 120 Schaden mit Gift gemacht. Das ist halt super wenig. Das ist für den ersten Teil viel mehr Schaden. Viel höherer Prozentschaden. Das heißt, ich müsste... Ich habe nur einen Punkt hier. Wann kommt die nächste Runde wieder dran? Ganz am Ende. Kann der Dieb sie nach vorne schieben? Nächste Runde. Was hat Tenzo oder der Dieb? Irgendeiner von beiden konnte den Charakter nach vorne schieben. Sie muss wieder ihre Fähigkeit einsetzen, um mit 3 Punkten... Na, das geht nicht, weil der Dieb hat ja gleichzeitig den Händler. Shit. Okay, wir müssen versuchen, sie runterzuprügeln. Also ist natürlich super lästig. Tänzerfähigkeiten. Ach, was soll ich denn machen? Ja, ich habe keine Gruppenheilung. Keine richtige. Ich kann einen voll hochheilen, aber das bringt mir halt nicht viel. Wenn es ein Gruppenschaden kommt, sind aber die Leute weg. Also ich muss auf jeden Fall sie hochziehen. Thron und Agnes sind auch am ganz dünnen Ast. Händlerfähigkeiten, BP spenden. So, ich brauche auf jeden Fall noch einen Punkt extra. 2 BPs. Ne, ein Punkt reicht mir schon bei Kast. Die nächste Runde, wenn sie denn noch dran kommt, könnt wieder alle hochziehen. Sofern die Leute noch leben.
Heilende Hand. Okay, versuch Agni wieder hochzuziehen. Ich hoffe, das reicht. Ach, das wird verdammt knapp. Wenn die einen Gruppenschaden mit 600 macht und dann noch zweimal auf sie angreift, ist vorbei. Mittlere Heiltraube auf Drohne. Okay, die ist auch voll. Gar nicht mal so wild. BP spenden auf... Macht's. Ikari wird wahrscheinlich überleben. Ikari kriegt noch einen Punkt dazu von mir. Okay. Rach wieder geschlagen. 910 Punkte Leben noch. Es wird abgeschwächt mit Magie. Okay, es ist schon wieder down. Sie hochzuheilen ist so intensiv von den Items her. Was kann ich machen? Ich kann maximal hier versuchen, möglichst viele... Das bringt's nicht. Ich muss mir das aufheben. Versuchen wir das mal so oft es geht, hier sie zu schwächen. Die kommen jetzt dreimal dran in Folge. Der nächste ist down. Wir versuchen hier sie zu unterbrechen. Anders geht's nicht mehr. Ist keine Chance mehr sonst. Kasti, mach Apotheker. Wir kommen in einen Strudel. Also wir schaffen es wieder nicht. Wir schaffen es wieder nicht. Ach, ärgerlich sowas. So, nochmal. Gelernte Fähigkeiten. Nee, Apotheker. Nochmal heilende Hand auf ihn hier. Auf sie hier. 1300 fast voll geheilt. Kasti wird das nächste sterben. Ich habe so eine Vorahnung. Einmal Gruppenschaden. Doch nicht. Die Karre ist fast down. Wettstein, mehr Schaden. Gruppenschaden, oder? Ja, Gruppenschaden. Zwei Leute down. Drei sogar. Okay, ich kann versuchen, hier zu flüchten. Kann ich nicht. Okay, das ist wieder vergeigt worden. Also mir ist recht. Noch nicht. Ich brauche noch mehr Stufen. Ich krieg das so nicht hin. Also nicht mit meiner Spielweise. Tänzer. Ja. Okay. Ich muss überlegen, ob ich das nicht abkürze. So, jetzt stirbt sie ohnehin. Sie kommt jetzt sechsmal in Folge dran. Okay, das war's. Ja, an dieser Stelle würde ich mal sagen, wir beenden diese Runde wieder für den Moment. Wir schauen auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und ja, ich kürze das Ganze wohl hier einmal ab und schneide den Kampf hier raus. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mike.